Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir wollten zuletzt unseren Stab loswerden und zwar bin ich schon mal auf etwas wieder vorausgelaufen. Bei ihr sollen wir das machen, beziehungsweise bei ihr will ich es machen, denn bei der anderen, Hallo? und das war ja keine Feier, sondern das ist ja diese komische Möchtegern-Göttin. Möchtegern-Göttin. Ja, wie nannte sie sich noch? Irgendwie. Ah, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Was ist denn hier? Napolsborke, die findet man auch immer sehr selten. Schön, euch zu sehen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall werde ich ihr das jetzt geben. Ne? Ihr wart in der Höhle? Habt ihr den Stab der Pfähle gefunden? Hier ist der Stab. Tausendmal sollt ihr gesegnet sein. Seht nur, Arik, der Stab der Pfähle. Genau wie euer Großvater immer gesagt hat. Ihr habt uns Hoffnung geschenkt, als wir sie am dringendsten brauchten. Wir haben nur diese Kräuter zu bieten. Nehmt sie und seid gesegnet. Das ist trotzdem sehr nett, dass ich den Kram jetzt krieg. Okay. Okay. Okay, gut. Danke für den Kram. Genau, dann, damit ihr es nochmal wisst, dieser Hof. Mit dem Stab der Pfähle werden wir diese verlassene Einöde in einen Hof verwandeln. Natürlich nicht ohne Schweiß und Mühen, aber es wird uns gelingen. Genau, und sie ist halt ja eine Feie. Und nicht die andere. Die andere ist, fällt mir ein, eine möchtegern Priesterin, wollte ich sagen, genau. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich die überhaupt mag. Und das ganze Dorf, und die sind ja alle gegen die Feinden und Flüchtlinge, die hier drumrum leben. Und das finde ich alles überhaupt nicht toll. Und deswegen habe ich lieber ihr den Stab gegeben. Was sagt sie denn über die Priesterin Corelon? Diese Aurela, man könnte sagen, sie war ein wenig abenteuerlustig, bevor der Krieg kam und sie sich den Mantel der Priesterin übergeworfen hat. Seht euch nur an, wie es vor euch liegt. Wie viele Nächte, in denen wir einsame Wanderer waren, habe ich davon geträumt, dies wiederzusehen. Und nun sind wir endlich zurückgekehrt. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, ich freue mich immer, wenn wir was geschafft haben. Ist ja wohl klar. Was tun wir jetzt als nächstes? Wenn ich ehrlich bin, haben wir gar nicht mehr so viele Nebenquests. Und obwohl wir das nicht mehr haben... okay, einen machen wir noch. Aber dann will ich auch langsam wieder zum Hauptquest überwandern. Denn ich denke mir, so 10 Parts für Nebenquests ist eine gute Zeit. Und da drinnen war ja auch noch die Mai zwischendurch. Um danach wieder halt wieder den Hauptquest zu machen. Und auf der anderen Seite muss ich auch mal an der Stelle sagen, dass es sich wirklich lohnt, die Nebenquests jetzt halt nun mal leider alle am Stück zu machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen langweiliger ist, weil... das wäre sonst viel zu einfach. Also wenn wir dann immer mehr ableveln und dann sind wir voll stark, dann ist es ja auch langweilig, diese ganzen alten Nebenquests dann erst zu machen, weil die ganzen Feinde sind dann gar keine Herausforderung mehr. Und wenn ich mich nicht täusche, kann man halt nur bis Level 40 leveln. Wir sind schon bei irgendwas über 20. Von daher, es lohnt sich einfach sonst nicht. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal was... anderes. Die Leute suchen das Grab eines bekannten Varanienhändlers namens Aso Raemund. Sie sagen, dass er mit den zahllosen Juwelen beerdigt wurde, die er im Laufe seines Lebens zusammengetragen hatte. Grab von Aso Raemund finden, wenn er denn dann so heißt. Da gehen wir jetzt mal hin und klappern die den Kram hier ab. Das wollte ich das letzte Mal ja nicht machen. Jetzt machen wir das mal. Hab da zwar auch nicht so viel Lust zu, aber das vielleicht geht es ja viel schneller. Viel schneller, als wir denken. Ach, hier sind wir wieder. Jo, alles klar. Hier sind wahrscheinlich wieder Feinde. Ich laufe mal hier nach Norden, wenn wir sowieso... Wie kommen wir denn da hin? Okay, gut. Dann laufe ich mal an euch hier vorbei. Ihr bemerkt mich gar nicht. Dann laufe ich eben hier lang. Oder da lang. Irgendwas muss da ja auch sein. Was haben wir hier eigentlich? Okay, die nerven mich, die beiden. Aber wenn ich Glück habe, dann... Huch, wer steht hier denn noch? Hätte doch nur... Bitte, macht es euch bequem. Nee, ich muss das jetzt hier machen. Und wo ist es denn, was ich suche? Hier, da, da, da. Komm, geh da hin. Ist es das Soldat des Großschwert, was wir suchen? Mittel, das probieren wir doch mal mit unseren 6 Dietrichen. Hat nicht schon mal nicht geklappt? Hat nicht schon mal nicht geklappt, genau. Nein, nicht kaputt gehen. Vorher höre ich auf. Yeah!
Toll, Weichkrabbelpulver. Yeah. So, wie komme ich jetzt da hin? Ich glaube, ich muss jetzt hier eine Runde drehen. Oder was ist denn näher dran? Unten oder oben? Dann reise ich mal hier hin, dann reise ich wieder zurück und da, das kriegen wir dann, wenn das doch so schnell geht, dann war es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich den Quest genommen habe. Hier komme ich nicht lang. Wo muss ich denn lang? Ich muss, glaube ich, auf den Pfad hier und dann nach Norden latschen. Genau. Hier sind Feinde, komme ich an denen einfach unbemerkt vorbei? Ja, komm ich. Aber da muss ich hin. Mein Inventar ist natürlich mal wieder voll. Okay, was haben wir denn so im Plunder? Kann ich da mal was loswerden? Dankeschön. Und was haben wir hier? So, auch alles mitgenommen. So, und jetzt reise ich wieder schnell, weil wir sind ja wirklich nur hier, um den Kram zu suchen. Ja, dann gehe ich wieder hier hin und dann... Ja, blöd ist das immer, wenn die so... Wenn die Sachen, die man sucht, immer so dazwischen sind. Och, Leute. Ja, Mann. Jetzt reicht's mir aber. Immer wieder muss ich euch aus dem Weg gehen. So, jetzt muss ich euch nicht mehr aus dem Weg gehen. Ich habe da nämlich gar keine Lust zu. So... Weiter geht's. Wir suchen den ganzen Krempel, der hier verstreut irgendwo in den Erafel-Ebenen rumliegt. Was ist bei euch noch? Ah, mal wieder alles voll. Mhm. Kann gar nichts mehr nehmen. Oh, da muss ich ja mal hier reingucken. Ja. Warte mal, was? Nicht, dass ich irgendwas wegwerfe, was wir jetzt wegen dem Quest suchen sollen. Wir suchen... Die Juwelen? Haben wir die denn irgendwie jetzt hier? Sind die da? Welche Juwelen? Das ist das Reparaturkit. Ich suche immer noch nach dem Sternchen. Dann sieht man nämlich, ob ich... Wo ist es denn? War das schon? Habe ich es übersprungen? Oh Mann, oh. Rüstung. Dann machen wir das eben so. Nein, das ist nicht besser. Dann packen wir die mal schnell weg. Was ist hier noch neu? Nein, es ist auch nicht besser. Es kann auch weg. 39 macht. Nö, auch nicht besser. Und dann halt unser Schild. Und schon haben wir wieder was, was wir loswerden können. Könnt ihr natürlich auch gleich sagen, alles bitte kaputt machen. Aber nein. Und noch eine Kiste. Wo kommt ihr denn her? Ja, das hat dem nicht gefallen, dass ich jetzt hier... Okay. So, dann sehen wir mal zu. Och, nö. Nö. Nö, nö, nö. Wird langsam eng hier. Super. Okay, hier ist das dritte. Sind denn da jetzt irgendwelche Ach, der Ehering wird es wahrscheinlich sein, ne? Ah, okay. Gut. Ja, den Heiltrank lassen wir mal. Was haben wir hier noch in der Truhe? Oh, nicht schwer. Gut, schwer bedeutet natürlich auch, dass da vielleicht bessere Sachen mal drin sind. Wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe da jetzt... Ich habe da immer keine Lust zu jetzt, mich so lange aufzuhalten. Ich will das schaffen. Ich will nicht hetzen, aber ich will mich nicht immer ablenken lassen. Das nervt auch ein bisschen. Oh, Schniffen. Ich bin überhaupt nicht da.
So. Oh, und da ist auch noch jemand, der was von mir will. Neukullen. Hier waren wir auch noch gar nicht. Na gut, reden wir mal hier nochmal zwischendurch mit ihm. Lord Gras. Gras. Willkommen. Ich weiß, unser kleines Lager ist unscheinbar, aber es ist unser Zuhause. Oder wie würdet ihr einen Ort, an dem ihr geliebt werdet, sonst nennen? Ich bin Lord Gras, Erbe Gras. Von Dolph Arne und Nicht zukünftiger Gras. Bürgermeister von Neukullen. Alles klar, was ist Neukullen? Ah, gut, dass ihr fragt. Kullen war ein friedliches und blühendes Dorf. Aber heute sind nur noch Knochen und Asche übrig. Als sie unsere Häuser niederbrannten, weckten die Tuater unseren Überlebenswillen. Wir werden Kullen als Neukullen wieder aufbauen. Alles, was wir dazu brauchen, ist das nötige Gold. Wir könnten ja die Schätze von Kullen bergen. Helft ihr uns dabei? Was sind die Schätze von Kullen? Es gibt viele Wertsachen, aber nur einige wenige bringen das Gold ein, das wir für den Neuaufbau brauchen. Ein Gemälde, eine Urne, eine Kiste und etwas Schmuck. Also wieder so ein Suchkram, ja. Euer Großmut ist einzigartig. Hört mir zu. Wie alle großen Anführer habe ich nämlich einen Plan. Es geht dabei um die Schätze von Kullen. Die Bewohner dieses Dorfes waren keine einfachen Bauern, sondern Mitglieder der Oberschicht. Der Besitz, den sie angehäuft hatten, war einzigartig. Um ihre Besitztümer zu schützen und weil sich viele von ihnen auf der langen Reise als unhandlich erwiesen, haben sie sie versteckt. Ich möchte, dass ihr sie mir bringt. Wir müssen sie nämlich leider verkaufen. Mhm. Ich lasse es aber natürlich erstmal dabei und vielleicht ist das auch so ein Quest, den ich immer alleine machen werde, weil wenn das so ein Suchkram ist, seht ihr ja, dann dauert das manchmal doch ein bisschen länger. Und wie komme ich denn jetzt mal auf die andere Seite? Hallo. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann bin ich doch da. Oh. Nee, ich will zu dem anderen gelben Kringel. Ich denke, da komme ich noch eher hin oder ist da auch wieder. Naja, hier ist ja auch alles gebirgig. Wie komme ich denn da hin? Leute. Ach so, ich muss hier einmal hochrennen. Dann muss ich hier, glaube ich, auf die Straße. Und dann irgendwie wieder so eine Runde drehen. Hier muss ich lang. Genau. Den Weg entlang und dann komme ich da auch eher hin. Och nö. Sie wollte mich erschrecken. Sie wollte mich gerne angreifen. Wahrscheinlich wollte sie mich auch töten, aber sie hat es leider nicht geschafft. Warum sollte sie auch? Diese doofen Dinger. Hat sie sich so gedacht. Fieses Vieh. So, hier bin ich jetzt gleich schon beim dritten. Hier den Kocher steht nämlich. Ach, da sieht's, habe ich Blutaugen genommen. Die wollte ich nehmen, genau. Die sind nämlich gut für die Heiltränke. So, hier. Ja, Inventar voll. Yeah. Sturmwind will ich eigentlich haben, natürlich. Wir gehen wieder in die Rüstung. Wir gucken mal wieder. Nein. Noch irgendwas? Nein. So. So. Voll. Okay. Klappt halt nicht. Ist dann so. Die nächste gelbe Kringel kriege ich den. Ah, den könnte ich. Oh Mann, ich war hier noch. Ach, ich war da noch nie. Dann gehe ich hier wieder hin. Dann haben wir es hoffentlich langsam. Hier, ich kreuz und quer hier, ne? Echt. Hierhin Schnellreise, dahin Schnellreise. Also was würde ich eigentlich ohne meine Schnellreise machen? Ich weiß es nicht. Ich wäre vollkommen ausgeliefert. Wir gehen den Weg runter und ich laufe mal hier an ihm vorbei, ganz geschickt. Und hoffe, dass ich hier unten... Oder ist das oben, wo ich hin soll? Ich weiß es nicht. Kannst du da vorbei? Waren wir hier schon mal auf diesem Pfad? Nee, ich glaube, ich laufe hier falsch. Das bringt mir nicht viel, oder? Nee, ich laufe auch weg. Komme ich da denn mal hin? Muss irgendwie wieder zurück, ne? Ja, runterspringen macht mehr Spaß, als den Weg drumherum zu laufen. Lieber springen wir. Ich glaube, das ist da oben. Da oben soll ich hin. Aber wie komme ich da oben hin? Und was mache ich jetzt mit ihm hier? Ah.
So, du Troppelberg-Troll, du. Oh Mann, oh, ich will die Dietriche haben, das geht bestimmt wieder nicht, ne? Ah. Dietriche findet man nämlich immer gar nicht mal so oft. Ah, schon wieder 15 Minuten vorbei. Ja. Ich glaube, ich muss hier den Hügel hoch und dann einmal rum, ne? Ja, ich muss nämlich nach oben. Und wenn ich mich da ranschleiche an ihn hier, kriege ich den. Das brauchen wir doch an die. So, nochmal hier kurze Kontrolle. 54, 28, 46, 29, Stufe 9, Stufe 10. Was haben wir denn gerade überhaupt ausgerüstet? Also ich lasse es jetzt mal eben. Ich nehme mal eben die Dolche und dann schleichen wir uns mal an ihn ran. Gucken, ob wir das klappt. Du darfst mich nicht sehen. Du darfst mich nicht sehen. Ja, wieder super geklappt. Den Dolchen erlegt und vielleicht wäre ein bisschen Heilung gar nicht mal schlecht. Ich lasse die Dolche mal ausgerüstet, kann ja nicht schaden. Vielleicht finden wir ja noch jemanden. Aber warum klappt das mit dem Morcheln immer hinterrücks nicht? Bitterwölbe, jetzt sind wir hier. Da, das wollte ich haben, genau. Komm, nimm es dir jetzt endlich. So, habe ich jetzt, was ich wollte? Habe ich alles mitgenommen? Ja, ne? Ja, gut. Sehr schön. Wo sollte ich jetzt noch? Da ist noch irgendwo ein Kringle. Hier. Ach, habe ich alles. Okay, dann kann ich jetzt wieder zurück. Deswegen stand er auch gerade. Ich soll zurück. Ne? Dann gehen wir mal rein und sabbeln mit ihm, dass wir alles haben. Und wenn wir das loswerden, ist in unser Inventar auch wieder ein bisschen freier. Hier, wach mal auf hier, Britt Hackney. Wir haben deinen Krempel zusammengesucht. Kann ich euch helfen? Seid ihr Azor Remund? Wo habt ihr diesen Namen gehört? Der Mann, von dem ihr sprecht, ist tot und sein gesamter Reichtum ist mit ihm gestorben. Seid ihr sicher nicht, Azo? Ich sagte doch, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß, dass ihr es seid. Genug. Ihr seid ziemlich hartnäckig. Ich verstehe schon. Was wollt ihr? Ich will nichts mehr von diesem alten Leben haben. Nicht das Gold, nicht den Ruf, nicht die Sorgen. Ich habe das falsche Grab angelegt, weil ich es leid war, dass die Leute mich wegen ihres Seelenheils belästigen. Ihr wollt wissen, wo mein Geld ist? Ich sage es euch. Es ist fort. Alles fort. Nur meine Familienringe sind mir noch geblieben. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden und einen Neuanfang machen. Könnt ihr das nicht nachvollziehen? Habt doch bitte Erbarmen mit mir. Mein Schweigen für eure Ringe? Ich versuch's mal. Erpressung also. Mein neues Leben ist mehr wert als jedes Geschmeide. Ihr solltet das umgehend begreifen, sonst werden sie versuchen, euch ein Messer in den Rücken zu rammen. Lebt wohl. Toll. Schön, dass ich den ganzen Krempel jetzt gekriegt habe. Und dann, was haben wir hier in dem Schreibtisch? Alte Briefe ankündigen in der Zwangsvollstreckung. Alles klar. Das lassen wir mal bei ihm. Ja. Und jetzt dürfen wir nochmal reisen und wohin des Weges jetzt? Ach, wir sind schon richtig hier. Wir sind schon richtig hier. Ja gut, dann gehen wir mal dahin. Verdammte Flüchtlinge. Mal gucken, ob wir da auch so gut vorankommen. So, Idva Wiedfront. Willkommen. Idva, ich will mit dir reden. Ich bin kurz davor aufzugeben. Sagt,
Habt ihr vielleicht etwas Neues über Britt Hagney oder seine letzte Ruhestätte erfahren? Hier sind die Ringe. Er und seine Ringe sind fort. Er lebt und ist in Emer. Okay, hier hast du deine Ringe. Bei Mitaru. Sie sind noch beeindruckender, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ihr hättet sie behalten können, aber das habt ihr nicht getan. Ihr seid eine Freundin der Flüchtlinge der verlassenen Ebene und von mir. Bitte nehmt dieses schäbige Geschenk zum Dank an. Möge die Obrigkeit über all eure Tage wachen. Ich habe die nicht behalten, die doofen Ringe, weil ich will die eigentlich auch gar nicht haben, weil obwohl so eine tollen Ringe wären natürlich auch schön zu tragen, aber was, ja, was soll das? Du hast nicht genug Platz. Nicht alle von uns stammen aus dem Dorf Kohlen. Wir kommen von überall an der Tivili-Küste und sind Bauern, Händler, Veteranen und Scholaren. Die Tuata haben zwar unseren Besitz in Flammen aufgehen lassen, aber wir werden uns niemals geschlagen geben. Nicht so lange Anführer wie Lord Kass und Elrod Edman unser Banner hochhalten. Der Lord Gras, genau. So, ja, ich denke, ich muss schon wieder irgendwie was loswerden, nehme ich mal an. Irgendwas in der Rüstung wieder, was wir nicht brauchen. Ist hier irgendwas Neues, was ich aussortieren kann? Dann kann ich ja jetzt bei den Waffen mal gucken. Denn das muss ja auch mal gemacht werden. So, wir benutzen das nicht. Wir benutzen auch den Stab eigentlich nicht. Was ist hier mit denen? Oh, da blicke ich schon wieder nicht durch. Ne? 54, oh, 28, 29, 36. Oh, ich kann mich immer nicht... Das muss ich in Ruhe machen. Das kann ich so nicht. Was Konsumgegenstände noch? Irgendwas? Oh, da könnte man immer Kohle machen, ne? Was haben wir denn bekommen? Es ist wirklich zu schade, dass es nicht noch eine andere Jagd gibt, auf die wir uns gemeinsam begeben könnten. Aber mit diesen Ringen bin ich ohnehin wunschlos glücklich. Naja, freudig. Ich habe sie jetzt ja auch sonst, ne? So. Ah, okay. Ich will doch nur die Stulpen. Och, nervig. Und das andere will ich auch gar nicht. Das nervt mich. Was soll ich denn dann aussortieren von denen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich wirklich immer nicht. Schaden gegen das Karo. Selbst Mythen hinterlassen Knochen. Fein Sprichwort. Ich weiß es doch nicht. Ich werde jetzt hier mal wieder irgendwie sortieren und verkaufen und gucken und... Ach ja, und dann machen wir im nächsten Part dann weiter mit einem neuen Quest. Welcher auch immer das sein wird. Bis dann!